Wir haben die ganze Zeit von der Schwäche geredet. Jetzt ist sie tatsächlich eingesetzt, könnte man sagen, oder gestartet, wie auch immer. Klasse, jetzt geht's nach unten. Denkt vielleicht der ein oder andere, aber Vorsicht. Auch wenn ich immer wieder gesagt habe, ich würde es mir so wünschen, eigentlich aus charttechnischer Sicht, es hätte so viel Gutes, wenn der Kurs jetzt nochmal runterkäme. Es wäre auch theoretisch so toll vertretbar. Vorsichtig, eine einzelne Bewegung, die macht noch keinen Bärenmarkt. Wir haben das hier zwar wunderschön jetzt im Blick, das ist jetzt der DAX-Index, 15-Minuten-Basis. Und das ist so ein Klassiker, 1, 2, 3, 4, 5, Mensch, hervorragend. Dann liegt es doch auf der Hand, dass der Markt jetzt sowas macht und anschließend sich nach unten unter Umständen sogar noch weit fortsetzt. Wir haben ja hier im Petto noch das ein oder andere Tief und ich kann mir sogar vorstellen, Dow Jones Index, ungefähr die 23.000, wäre doch noch auf dem Plan. Was, wenn denn da nicht noch das schon 100-mal so gewesen wäre? 100-mal vielleicht noch nicht, aber wir hatten so eine Bewegung hier auch schon. Was hat der Markt gemacht? Ist eben nicht wackelig. Da sieht man, wie wichtig das ist, dieses eben abzuwarten. Er hat das Ganze gekontert durch so eine Bewegung. Einzelschicksal, naja, hier auch schon eine starke Abwärtsbewegung. Wie hat er es gekontert? Zwar schon mal ein bisschen wackelig, aber eben nie getriggert worden. Deshalb ist es so wichtig, sich diese Bewegung auch bestätigen zu lassen. Nur alleine die Idee reicht nicht aus. Der in Anführungsstrichen Sachverstand, ja, das ist doch klar, wir haben Saisonalität jetzt, ja, ist doch klar, jetzt haben wir diese oder jene Nachricht am Markt, ja, ist doch klar, der Markt bräuchte einen Rücksetzer. Das alleine dreht den Markt nicht. Wir sollten nie unsere Meinung handeln. Unsere Meinung ist vielleicht ganz nett zum Austausch, damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Aber als Händler handeln wir eins. Nämlich das, was der Markt uns tatsächlich bringt. So, und im Moment hat er uns so einen ersten Eyecatcher gegeben, so einen ersten tapferen Versuch. Hey Leute, die Abwärtsseite ist vielleicht tatsächlich nicht die doofste, die man sich vorstellen kann, aber das soll der Markt auch nochmal untermauern. Ich habe es eben schon mal angedeutet, das darf dann ruhig mal ein bisschen in die Gegenrichtung gehen. Wir haben das heute ja auch im Trade des Tages vorgestellt, den Dow Jones. Hier als eine Möglichkeit für eine kleine Zwischenbewegung hier nach oben. Es deutet sich zumindest mal ein bisschen oder sieht ein bisschen danach aus, wer sich das mal angucken will, wie das aussehen kann. Es ist nicht gesagt, dass unser Trade-Vorschlag, den wir ja immer mit unseren ganz konkreten Marken da vorschlagen, dass er jedes Mal perfekt ist. Aber dem haben wir eigentlich eine relativ gute Chance, damit eigentlich ganz gut statistisch zu landen. Und wenn man dieses Prinzip mal einmal erkannt hat, dann ist das relativ leicht nachvollziehbar. Wer es also noch nicht hat, der kann sich beim Trade des Tages kostenfrei anmelden. Der Link steht ja hier unten drunter und kann sich das mal angucken. Und das herzlich gerne dann natürlich auf ähnliche Situationen in der Lieblingszeiteinheit dann immer wieder dann zur Anwendung bringen. So, also insofern, das brauchen wir jetzt hier. Und erst wenn wir sowas dann haben, das ist nicht gesagt, dass es jetzt passiert. Es deutet sich ein bisschen an. Das könnte theoretisch natürlich auch tiefer sein. Wenn sich das andeutet, auch das ist noch nicht der Beweis, hey cool, das sieht doch genauso aus, es muss jetzt fallen. Von hier aus gibt es eigentlich zwei Szenarien, nämlich dieses oder dieses. Oh je, das ist ja billig, da wäre ja wohl jeder drauf gekommen, es geht dann entweder hoch oder runter, richtig. Aber wenn wir dann solche Levels dann durchstoßen, dann ist das ein Commitment, dass mindestens sowas hier nochmal kommt. Und damit hat man schon so eine gewisse Größenordnung, wie weit es kommt. Das heißt, alleine so ein Punkt, wo es gerne wendet, reicht noch nicht aus. Wir brauchen auch noch mal diesen ganz klaren Hinweis. Wie gesagt, wir nennen das Ganze Trigger. Nennt es, wie ihr es wollt, aber es wäre eine zusätzliche Bestätigung. Das funktioniert natürlich nicht nur beim Dow Jones. Hier ist es jetzt im Index allerdings ganz tapfer erkennbar. Dementsprechend gar nicht so schlechte Chancen, dass es jetzt im Laufe des Nachmittages zumindest erstmal noch nach oben geht. Ob dann der Mut der Marktteilnehmer bleibt, das Ganze bis übers Wochenende zu halten oder ob es dann vor dem Wochenende, sprich dann in den späteren Abendstunden 20 Uhr, 21 Uhr, vielleicht 21.45 Uhr, doch noch einen Ausverkauf gibt. Es würde mich nicht wundern, denn Bewegungen wie diese vor einem Wochenende, die lassen einen wahrscheinlich dann doch eher erstmal zweifeln, oh, soll ich das wirklich behalten? Wir wissen es nicht. Aber auch das ist wieder eine Indikation, wenn der Markt da tapfer drüber hinweg sieht und eben solche Positionen nicht schließt über eine Handelspause, sprich Wochenende, dann heißt es, nein, ich glaube daran und wir wissen, wir können der Stimmung der Marktteilnehmer durchaus das ein oder andere ablesen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen Inspiration war, vielleicht den heutigen Nachmittag ein bisschen versüßt mit einer guten Trading-Position. Nochmal anschließend wünsche ich ein wunderschönes Wochenende und nächste Woche sehen wir uns ja dann in aller Frische wieder. Bis dahin alles Gute und ganz liebe Grüße.